Oh, schöne Grüße aus dem beschaulichen Hessen. Schönes Wetter. Ja, neues Video, was mache ich hier? Und zwar dieses. Das ist der Ronny und sein Pappe. Servus. Und da müssen wir jetzt noch mal ein kurzes Malheur beseitigen. Weil wir dieses Projekt haben. Den müssen wir jetzt noch richtig komplett entfetten, sauber machen, schleifen und dann wird er lackiert. Ist also ein Lackiervideo vom Trabant 601 und wie immer in einer Garage. Ja, das kleine Malheur sieht man hier. Ja, da ist ein bisschen ein Heizstrahler zu heiß geworden, zu nah rangekommen. Oder Baustrahler. Passiert, ist aber nicht so wilde. Deswegen das Dach runter und von dem auf das drauf. So sieht's aus. Jetzt habe ich ja schon mal angefangen aufzubürdeln. Das mache ich jetzt mal ringsrum. Und wenn es aufgebürdelt ist ringsrum, dann nächste Video. Dann mal los. So, erste Hälfte ist aufgebürdelt. Jetzt zeige ich euch das mal kurz, dass das relativ einfach ist. Wenn wir mal einsteigen hier. Versuche das mal mit einer Hand zu machen. Also einfach nur so eine Rödelzange nehmen. Hier drunter und dann ja, Stück für Stück nachziehen. Ja, das machen wir jetzt mal ringsrum. Ja, ein bisschen drücken mit dem Schraubenzieher und dann kommt das gute Stück. Ist halt ganz schön festgeklebt. Das ist doch da drüben, weil du wirst die Kraft nie haben. Glaube ich jedenfalls nicht, versuch's. Ja, drück hoch, kann nicht passieren. Ne, schaffst du nicht mehr. Nee, das ist noch zu weit. Machen wir jetzt gleich runter. Ja. Ja, dann mal runter mit dem Dach. Okay, das Dach ab, fertig. So, nächstes haben sie erreicht. Pappe abgeschliffen. Zeit zum Schleifen, 1,5-2 Stunden. Geht voran. So, jetzt als nächstes Motorraum vorn. Habe ich zwar schon entfettet, aber jetzt nochmal mit Verdünnung einsprühen, abwischen und dann wird das Ding grundiert. Das ist das Ziel heute. So sieht's aus. Tschö. Ja Leute, mal heute eine kleine Nachtschicht jetzt noch eingelegt. Haben es 10:30. Innen drinne ist jetzt lackiert. Könnt ihr schön sehen. Und morgen ist dann Außentau dran. Mit Lackieren. Und beim Lackieren machen wir aber morgen dann mal ein Video dazu, dass ihr das seht. Die Grundierung kennt ihr ja von meinen anderen Videos schon. Die vom Loma. Wo habe ich sie denn stehen? Hier steht sie. Die sogenannte Ostschutzgrundierung. 2,99 unschlagbarer Preis. Ja, und die Farbe. Wie das letzte Mal schon. Für die mache ich immer gerne Werbung, weil die wirklich absolut perfekte Farbe liefern tun. Lackpoint in Dresden kann ich euch wirklich nur wärmstens empfehlen. Deckt super, läuft super, einfach nur perfekt. Naja, auf alle Fälle ist morgen als erstes Motorraum lackieren. Dann hier oben den Rahmen, vorher bauen wir natürlich noch das Dach ein.
Weil wir müssen die Dachkante hier mit lackieren, das Dach muss abgeklebt werden. Und dann Kotflügel, dann hier vorne und dann tun wir uns nach hinten vorarbeiten. Ich denke mal so in einer halben, dreiviertel Stunde, ja eine Stunde grob, müssten wir dann durch sein. Das Einzige, was wir jetzt eben nicht machen, weil Ronny will das so, die Radläufe innen drinne, die tun wir nicht in Wagenfarbe lackieren. Die werden mit, was war's? Steinschlag. Mit Steinschlagschutz gemacht. Weil er sich sagt, er fährt auch mal wahrscheinlich bei schlechtem Wetter. Ich würde das nicht tun, aber er besteht da drauf. Rabbifahrer sind die Ärmsten. Ja, so ist es. Aber ja, muss er selber wissen. So, so sieht's aus. So, morgen, wie gesagt, nächste Video zum Lackieren. Jetzt erstmal noch ein Bierchen trinken, richtig? So sieht's aus. Und oder Schnäppchen. Schnäppchen oder zwei oder drei. Naja, guti. Dann bis morgen. Tschö. Na Leute, vorne komplett grundiert, hatte ich ja schon mal gesagt. Und jetzt haben wir das Dach drauf. Viertelnaht sieht gut aus. Muss man dann bloß noch abkleben. Kofferraumklappe habe ich jetzt schon mal lackiert. So wird er dann mal aussehen. Papyrusweiß. Schick, schick. Ja, Lackvideo hänge ich dann gleich dran. Jetzt erstmal Käffchen trinken. Noch entfetten und dann geht's los. Heute wird er fertig. Yippie! Geht los? Was ist denn das?
So, fertig lackiert. Motorhäubchen, da wirst du scharf stellen. Frontgrille und die ganze Pappe. Pappe wie Papyrus weiß. Mit taubenblauem Dach. Ja, das sehen wir jetzt leider nicht, hier das taubenblaue, aber naja, jetzt wird das schon wieder hier die Kamera. Das spiegelt es ja. Jetzt. So, könnt ihr sehen. Schicki. 3 Nasen hübsch. Ist passiert durchs Einstellen von der Pistole. Passiert aber. Einmal hier eine. Aber die schleife ich weg mit Nassschleifer. Da war noch da eine. Die schleifen wir auch weg. Und dann dort oben eine. Oh, die ist minimal. Sonst passt alles. Ja, haben wir wieder eingerettet. Rettet. Fertig zum weiteren Neuaufbau. Yippie! Gut. So, das war's erstmal. Bis zum nächsten Video. Tschüss.